Antenne Niedersachsen. So, im Fußball heißt es ja so schön, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Tja, unsere Wahrheit liegt hier hinter mir im Sea Life in Hannover. Da schwimmt unser Orakel Flipper und es ist für uns ja eher das Sorgenkind. Wir waren jetzt dreimal ungefähr 120 Minuten hier, haben versucht, ihn dazu zu bewegen, auf einen der beiden Bälle zu schießen. Passiert ist bisher nichts, aber wir geben nicht auf. Heute um 18 Uhr ist Anstoß. Also letzte Chance, jetzt gehen wir rein und holen uns den ultimativen WM-Tipp für das Spiel der Deutschen heute Abend. Da hängen sie, die Bälle, da hängt das Futter drunter. Und ja, ich würde sagen, finaler Anpfiff für die letzten 90 Minuten, die wir jetzt hier warten. Also, unser Schützenfisch, jetzt gilt's! Flipper, da oben, Futter essen, njam, njam, njam. Deutschland, schwarz, rot, gold, du? Na komm schon. Einmal, nur einmal. Komm. Komm, komm. Hier ist das Futter. Futter. Auch nach gespielten 61 Minuten steht es in einem bisher enttäuschenden Spiel weiter 0:0. Keine gelungenen Aktionen, keine Annäherungen, die mal zu einem Abschluss hätten führen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hoch enttäuscht. Wir haben wirklich alles versucht in den letzten Tagen. Wir haben heute alles gegeben. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir hätten ihn gestreichelt. Ich hätte mich sogar ausgezogen und mich nackt vor das Aquarium gestellt. Hätte wahrscheinlich alles nicht geholfen. Es stellt sich nur eine Frage. Sind wir die Deppen? Weil wir nicht einen dritten Ball für einen Unentschieden dahingehängt haben und Flipper von Anfang an wusste, was Sache ist. Und eben deshalb nicht gespuckt hat, weil das Spiel heute unentschieden ausgeht, dann müssen wir uns natürlich in aller Form entschuldigen. Oder haben wir einfach das faulste Orakel dieser Weltmeisterschaft?